Hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 3 von Diablo 4, der ja, finalen Version, der Vollversion. Die Beta haben wir ja schon hinter uns gelassen und wir wollen das Ding jetzt hier gemeinsam durchspielen. Ich hatte in der letzten Folge Kyovushat erreicht und jetzt hat sich gezeigt, hier ist eine Nebenquest aufgetaucht. Aber ich würde ganz gerne, bevor wir die jetzt anfangen, nochmal in meine Kommode gucken. Weil ich habe so ein paar Sachen aufpoppen sehen. Und da will ich mal gucken, ob wir da jetzt irgendwelche Gegenstände bekommen haben oder nicht. Was macht ihr hier alle in meinem Zimmer? Raus mit euch, ne? So. Gegenstände. Beta-Wolfsbündel. Ja, stimmt. Das haben wir ja... Richtig. Das haben wir ja freigeschalten. So, für die Waffe gibt es jetzt nichts. Da haben wir jedenfalls noch keine... Aber haben wir nicht bei den Waffen auch schon irgendwelche Sachen freigespielt? Ich habe keine Ahnung. Aussehen ohne Ausrüstung. Krone des Schreiters. Na, die haben wir ja gerade ausgewählt. Achso, können wir da jetzt die Farbe aussuchen? Violett. Ach, das ist dann vorne für den... So. Das ist richtig cool. Also, dass man sich hier die Farbe der Rüstung aussuchen kann, das gefällt mir echt gut. Oh, die Stiefel, ich habe vorhin gar nicht in den vergangenen Folgen gemerkt, dass da so ein Eulenmuster drauf ist, ne? Also, das sieht ja auch mega aus. Ja, ich würde den so lassen. Kostet mich das jetzt 11.045 oder Aussehen bestätigen? Oder wie ist das? Oder ist das mein Gold, was ich habe? Euer aktuelles Aussehen wurde gespeichert. Nee, das ist mein aktuelles Guthaben. Quasi. So, gut. Ja, da ist eine Nebenquest, genau. Werden wir mal schauen. Und zwar haben wir hier Kudom Mühler, Zehnteintreiber. Ihr seht besorgt aus. Naja, Bosan ist noch immer unterwegs, um Menestat unsere Zehntforderungen zu überbringen. Vielleicht könntet ihr da draußen nach ihm sehen und herausfinden, wieso er so lange braucht. Die Kathedrale braucht ihr Geld. Sucht auf der Straße nach Menestat, nach Mönch Bosan. Okay, das sollen wir irgendwo oben machen. Da ist die Kampagnenquest und hier oben haben wir das Gebiet, wo wir den Mönch finden sollen. Bevor ich da hochgehe, möchte ich aber ganz gerne nochmal unten den Wegpunkt... Oh Gott, wie weit geht denn das hier runter? Hier. So. Ich habe jetzt mal eine Wegpunktmarkierung gesetzt. Den haben wir nämlich noch nicht aktiviert und das würde ich ganz gerne machen. Bevor wir dann nachher oben weiterspielen. Auch bestimmt hier wieder Monster treffen. Wir haben sie zwar schon besiegt auf dem Weg hierher, aber die Lichtwacht.
eine Ritterfestung, die von Banditen und anderen Parasiten in Beschlag genommen wurde. Die können wir ja dann danach machen, wenn wir jetzt hier fertig sind. Wir müssen ja nicht alle Gegner besiegen, das ist ja, wie gesagt... Wir hatten die ja hier schon gekillt. Und das ist ja jetzt einfach nur, um den Wegpunkt da unten freizuspielen. Ach, guck, die Gegenstände, die fallen gelassen werden, wenn man die nicht sofort einsammelt, dann werden die auch gar nicht mehr angezeigt. Da ist wieder ein Ereignis. Untersucht die uralten Siphons. Hallöchen, schön, dass du wieder da bist. Das sind hier aber ganz schöne Horden. Jawohl, Stufe 8 erreicht. Tyrius. Oh, jetzt konnte ich Tyrius Murrow, ein Elite-Gegner. Ereignis abgeschlossen. Uralter Siphon. Okay. So, haben wir hier eine Belohnungstruhe. 35 raunende Obolusse. So, jetzt muss ich gucken, dass wir hier jetzt nichts zurücklassen. Hier ist noch ein Knochenstab. Da liegt ein bisschen Kohle rum, aber ich glaube, das war's. So, was haben wir denn jetzt hier? Bewachende Tunika des Schreiters. 36 mehr Rüstung. Oh, und grundlegender Knochenstab. 81 Schaden pro Sekunde. Oh ja, nehmen wir mit. Achso, ich habe ja einen Stufenaufstieg gehabt. Kann ich ja noch einen Punkt ausgeben. So. Ja, was lernen wir denn jetzt hier? Ich habe jetzt natürlich hier beide Skills. Achso, einen von beiden können wir jetzt auf Taste 1 legen. Gewittersturm mache ich dann wieder auf die rechte Maustaste. Machen wir den Zyklon auf die 1. Und... Jedes Mal, wenn ihr Tornado... Gut, das haben wir ja. Urtümlicher Tornado-Gegner, die durch Tornado-Schaden erleiden, werden 3 Sekunden lang um 8% verlangsamt bis maximal 40%. Oder Gegner, die von Tornado getroffen werden, haben eine Chance von 10% 3 Sekunden lang verwundbar zu werden. Und das haben wir ja hier oben beim Blitz auch schon. Dann erleiden die mehr Schaden. Deshalb nehme ich das jetzt auch. Ich sehe gerade, da oben ist schon wieder ein Ereignis. Ist das jetzt wieder das Gleiche, oder...
können wir nochmal machen. Wir fordern Blut. Ja gut, jetzt hat er es hier in Gang gesetzt. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Ist er denn überhaupt noch da? Oh, Hauptsache gleich zur Kiste zurückrennen, ne? Meine Güte, nee. Man kann sich hier nichts gegenseitig klauen. Was, der ist Level 43? Was macht denn der hier? Muss man nicht verstehen. So, wir haben neue Sachen. Lebhafter Beinschutz. 38 mehr Rüstung und plus 2 maximales Leben. Und schutzbietendes Lederwams, aber ist jetzt nicht so besonders. Tötet innerhalb von 3 Sekunden 15 Monster. Diese Herausforderung, die hasse ich ja eigentlich. Wenn man wirklich darauf aus ist, die zu schaffen. Ich glaube, bei Diablo 3 gab es auch sowas in der Richtung mit Töte innerhalb von so und so viel, keine Ahnung, ja, 50 Monster oder so. Ich wollte den Erfolg unbedingt haben und ich habe den einfach nicht geschafft. Da unten ist ein Dungeon. Skyrim habe ich erst 2 Folgen gemacht und ja, es ging. Also, mal schauen, wie sich es noch entwickelt. Ich denke mal, wenn das nachher bei YouTube mit hochgeladen wird und läuft, wird es vielleicht auch ein bisschen, ja, mehr besucht. Aber ich spiele es ja in erster Linie auch, ja, weil es mir Spaß macht. Und auf Skyrim hatte ich auch schon lange Lust gehabt. Das ist nämlich auch so ein Titel, den habe ich schon so oft immer wieder von vorne angefangen zu spielen, aber den habe ich halt noch nie beendet. Von daher wird es mal Zeit. Oh. Ist auch wieder bloß ein kleiner Dungeon hier. Da haben wir es schon erledigt. Ups. Jetzt laufe ich gerade einen falschen Weg, aber ist egal. Der führt auch zum Ziel.
Was ist das denn? Ein Schatzgoblin? Komm, lauf nicht weg. Den will ich haben. Ja, super. Habe ich jetzt ein Schild gefunden? Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt Schilde tragen können. So. Die Größe eures Gewittersturms bleibt nach dem Kanalisieren 4 Sekunden erhalten. Ja, da halte ich nicht sonderlich viel von. Zyklonenrüstung. Passiv. Mächtige Winde umgeben euch und verringern euren erlittenen nicht-physischen Schaden um 10%. Felsen umgeben euch 3 Sekunden lang und gewähren eine Barriere, die Schaden in Höhe von 45% eures Basislebens absorbiert. Verwandelt euch in einen Werwolf und lasst ein wildes Heulen erschallen, das euch um 20% eures maximalen Lebens heilt. Heilung! Das ist cool. Verwandelt euch in einen Werbären und stoßt ein mächtiges Gebrüll aus, das den von Gegnern in der Nähe verursachten Schaden 4 Sekunden lang um 70% verringert. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Machen das einfach mal. Man kann es ja immer wieder nehmen, ne? Wie viel... Abklingzeit 15 Sekunden. Also es verbraucht keine Geisteskraft. Entweite Katakombe. Jetzt haben wir hier schon wieder so viele Dungeons auf dem Weg bis zum Wegportal. Ja, gehen wir mal rein. Tötet alle Gegner im toten Lauschen. Vielleicht diesmal ein bisschen größer hier. Es macht zumindest den Anschein. Achso, ich habe doch bei dem letzten Kampf nochmal wieder ein paar neue Gegenstände gefunden. Habe ich noch gar nicht geguckt. Oh, seltsame Ausrüstung, seltener Brustschutz. 59 mehr Rüstung, 8 Stärke, 6 Willenskraft und 2,5% weniger Schaden durch entfernte Gegner. Sehr cool. Ach, der behält jetzt das Aussehen? Ah ja, ich verstehe. Okay. Der macht ein bisschen mehr Schaden. Faustschild können wir leider nicht benutzen. Finde ich sehr schade. Primitiver Schlägel. Ja, macht auch noch mal mehr Damage. Da oben sehe ich schon die Gegnerhorden kommen. Thank you.
genug Geisteskraft. Oh, wo kommt ihr denn jetzt her hier? Ich bin noch nicht bereit. Ein blutdürstiges Elite-Skelett. Eine Tür wurde entsiegelt. Ah ja, und das blinkt auch auf der Karte. Ich habe so eine ganz blöde Vorahnung, dass gleich hier irgendwie ein schwerer Bosskampf kommt. Es geht hier drüben auch noch weiter. Es geht auch da noch weiter. Und hier scheint auch noch was zu sein. Das ist, glaube ich, eine etwas größere Map hier. Windende Krypta. Achso, die Skelettkonstrukte sollen wir jetzt zerstören. Haben wir auch wieder einen Elite-Gegner. Odrika Frostbrand. Oh, ein Drachenschild. Ist leider wieder nichts für uns. Schade. Für einen Totenbeschwörer soll das sein. Gerocker Raufrost. Also es gibt eine Menge Elite-Gegner hier. Ich glaube, ich hätte erstmal hinten in die andere Richtung gehen sollen. Ich denke mal, da ist nicht viel. Ich laufe mal schnell nochmal zurück und erkunde da die Karte. Oder haben wir noch eine Keule liegen lassen? Hier haben wir ein Ereignis, das letzte Gefecht. Wir kamen her, um dieses Übel auszulöschen, doch nun. Ich kann meine Freunde nicht hier lassen.
nicht so. Wir schaffen das nicht allein. Sie sind hier! Macht euch bereit! Wir kommen nur hier raus, wenn wir kämpfen. Ich habe keine Geisteskraft mehr. Ach, hier sind mehrere Verwundete, die ich beschützen muss. Oh, wie soll man das denn schaffen? Haben wir es geschafft? Ich habe keine Geisteskraft mehr. Hier, etwas für eure Mühen. Okay, ist zumindest einer am Leben geblieben. Die anderen sind, glaube ich, gestorben. So, guck mal, was haben wir denn jetzt eingesammelt hier? Ja, bessere Waffe. Und lebhafter Kopfschutz. Bisschen bessere Rüstung. Immerhin. Halt, da lag, glaube ich, noch was, ne? Ja. Das ist wirklich blöd, ne? Dass mir das hier nicht angezeigt wird. So. Gut, dann können wir jetzt hier weitergehen. Ah, ich kann ja auch ein Stadtportal öffnen. Dann können wir ja gleich mal wieder ein paar Sachen verkaufen. Ich werde jetzt hier wieder alles verscherbeln, was kein Aussehen beinhaltet. Plus 1% Angriffsgeschwindigkeit. Okay. Kosten 8702. Nee. Bin ich ein bisschen zu geizig. Ich will meine Ausrüstung... Ach, die hat auch eine Aufgabe. Handwerk. Alle Gegenstände erstmal hier. So. Ich will meine Ausrüstung verbessern. Lasst euch mal ansehen. Die Schnallen müssen verstärkt werden. Dieses Leder ist rissig. Was habt ihr bloß damit angestellt? Hört mal, ob ihr lebt oder sterbt, hängt von der Qualität eurer Ausrüstung ab. Wenn ihr das Geld und das Material habt, kann ich sie für euch verbessern. Ja, bitte. Was brauchen wir zum Aufwerten? 10 Rohleder, 64 habe ich und 400 Goldstücke. Okay. War das jetzt eine Aufgabe? Ja, es war eine Aufgabe. Ja, cool. So, machen wir mal gleich weiter hier. Zwei Skelettkonstrukte müssen wir noch zerstören.
Oh. Alle Treffer sind kritische Treffer. Da haben wir das nächste Skelettkonstrukt. Zreilack Schneestoß. Auch wieder ein Elite. Die haben aber teilweise auch wirklich eigenartige Namen. Aber das haben sie auch rausgepatcht. In der Beta ist es mir öfter passiert, dass die Skills zu schnell hintereinander aktiviert werden konnten und er dann jedes Mal gemeckert hat. Das Töten von Gegnern reduziert die Abklingzeit von Blutgeheul um eine Sekunde. Pro getötetem Gegner? Und es erhöht dann hier auch noch meine Angriffsgeschwindigkeit. Blutgeheul generiert außerdem 20 Geisteskraft. Das ist natürlich... Ja, ist beides genial. So, ein Konstrukt noch. So, hier spaltet sich jetzt wieder der Weg. Ich denke mal, hier wird es nachher noch weitergehen. Also schauen wir mal erstmal in die Richtung hier. Höllenrufen da, ein Skeletthauptmann.
Er hat ein Kurzschwert fallen lassen. Ich wette, das können wir wieder nicht tragen. Ja, sage ich ja. Kann von eurer Klasse nicht verwendet werden. So. Mit den Schuhen. Ja, ich meine, klar, ich habe mehr Rüstung bei den anderen, aber die haben immerhin plus 4 auf alle Werte. Hastig geschriebene Notiz. Verdammte Frau, Lügnerin. Die Magie der Urahn und die Untoten halten mich hier gefangen. Welchen Schatz man euch auch immer in diesen Hallen versprochen hat, er ist eine Lüge. Das Relikt ist ein Fluch. Meine eigene Gier hat das Leben meiner Freunde gefordert und bald auch meines. Wenn ihr diesen Brief lest, ist es bereits zu spät. Ihr werdet dieses Grab mit dem Rest von uns teilen. Orla. Okay. Was war das denn jetzt hier gerade? Stufe 11. So. Ja, Geisteskraft generieren oder Angriffsgeschwindigkeit erhöhen. Ich meine, 15% mehr Angriffsgeschwindigkeit ist eine ganze Menge. Schrein der Gier. Sich das jetzt gelohnt? Hm. Vielleicht fällt da auf höheren Stufen mehr Gold. So, das letzte Skelettkonstrukt. Hugon Frostbiss. Tötet den Torwächter und nehmt Katakombenschlüssel. Totes Lauschen. Ach du Schande.
Das freut mich. Und mir macht's Spaß, solche Spiele zu spielen. Oh, da oben haben wir den Torwächter. Das ist jetzt bestimmt der Boss von diesem Dungeon hier. Ah, da kommt er. Nee, doch nicht. Ich bin mal gespannt, was das für ein Gegner ist. Das war's schon. Okay, ich hätte gedacht, da kommt mehr. So, wir haben eine neue Waffe gefunden. Ach, schade. Ich habe mich jetzt gefreut. Dachte, die macht ein bisschen mehr Schaden. Aber damit kann man ein neues Aussehen freischalten. So. Ist aber auch echt groß. Besiegte Brutwache. Oh, das klingt schon richtig fies. Es ist eine Spinne. War bei dem Namen aber auch zu erwarten. So, na dann. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Muss noch etwas warten. Boah, das sind ja alles so eine Spinnenwirte hier, die. Eieiei. Oha. Oh, nicht noch mehr von denen. Das war mein letzter Heiltrank. Ich bin noch nicht bereit. Ja.
die ist aber auch übel, also. Jawohl. Puh. Ihr habt einen Aspekt freigeschaltet, der in Ausrüstung eingeprägt werden kann. Drückt Y, um ihm im Kodex der Macht einzusehen. Dankeschön. So. Ist aber für den Barbar. Also der bringt mir jetzt nichts. Alle Aspekte, die ihr in Dungeons findet, werden im Kodex der Macht abgelegt. Ihr könnt einen Dungeon jederzeit verlassen, indem ihr die Dungeon-Eingangsmarkierung auf der Karte auswählt oder das Aktionsrad E öffnet und Dungeon verlassen wählt. Das geht auch. Okay, so. So, Dungeon verlassen. Da. Da unten ist auch noch mal eine Nebenquest, sehe ich gerade auf der Karte. Dann ist ja der Weg nicht ganz umsonst. So, was haben wir hier? Den haben wir aktiviert. Deswegen ist er ausgegraut. Okay. So. Den Wegpunkt freigeschalten. Sehr schön. Und hier ist ein Schmied. Okay. Wiederverwerten. Wie machen wir das? Ah ja. Das war's schon. Okay. Und ein Heiler ist auch hier. So, dann gucke ich mal, was wir hier jetzt für eine Quest bekommen. Magdalena. Such dir etwas. Eine Axt. Genauer gesagt, die Axt des Holzfällers. Einem Mann, der Reisende in dieser Gegend verfolgte und abschlachtete. Gerüchten zufolge verschwand der Holzfäller kürzlich und ließ seine Waffe zurück. Der Priester, der mich angeheuert hat, verriet mir nicht viel. So wie die Dinge stehen, erfriere ich, bevor ich das verdammte Ding finde. Wenn ihr mir dabei helft, die Axt zu finden, erhaltet ihr einen Teil des Lohns. Sucht in den Wäldern rund um die Stadt. Ich bleibe hier, in Sicherheit. Warum wollt ihr die Holzfäller-Axt? Ich brauche sie nicht. Aber Perrin will sie. Er ist eine Art Priester, doch ich weiß nicht, was er damit vorhat. Ich habe bereits früher für ihn gearbeitet. Es ging immer um seltsame Gegenstände mit einer Geschichte. Er zahlt gut dafür. Okay, so, wo müssen wir die Axt jetzt finden? Dort. Wo wir hergekommen sind. So, die Kapelle hier ist komplett niedergebrannt. Flink wie ein Frettchen.
ist jetzt auch die Frage, ne? Liegt die irgendwo rum oder hat irgendein Gegner diese Axt? Der Bug scheint doch noch nicht rausgepatcht zu sein. Ich habe keine Geisteskraft mehr. Er sagt es immer noch. So. Was haben wir denn gefunden hier? Ach, der Ring, genau. 6% Widerstand gegen Feuer und 6% Widerstand gegen Schatten. Ja, nehmen wir erstmal. Ist besser als gar nichts. Hier, da ist er doch, oder? Der Holzfäller. Der war jetzt aber nicht so schwer. Auf jeden Fall haben wir die Holzfäller-Axt. Und da ist nochmal ein Dungeon. Befallene Hütte. So, 6% Widerstand gegen Kälte und Blitz und plus 1,4% kritische Trefferchance. So, dann gehen wir mal rein hier. Säubert den Keller. Da liegt einer. Abenteurerin. Wir wurden getrennt. Meine Freunde sind tot. Alleine werde ich bald sterben. Okay, wir sollen 5 Wellen besiegen, um sie am Leben zu halten. Nicht genug Geisteskraft. So, haben wir geschafft. Ich kann nicht. Keller abgeschlossen. Sie ist aber jetzt nicht mehr am Leben. Schade. Ich habe mir Mühe gegeben. So, was haben wir denn hier? Bessere Rüstung. Jawohl. Der Rest ist so lala.
ist denn das hier? Ach so, das ist ein anderer Spieler, hä? Der hat das wohl so eingestellt, dass man seinen Namen nicht sieht. Interessant. Ich wusste gar nicht, dass man das machen kann. Wie geht's denn jetzt zur Stadt zurück? Da. So, ich habe die Axt gefunden. Es muss ein elender Ort gewesen sein, dem Blut auf der Axt nachzuurteilen. Ich muss gestehen, dass ich es kaum erwarten kann, von hier zu verschwinden. Ich werde das Gefühl nicht los, beobachtet zu werden. Jetzt muss ich das Ding zurück nach Menestad bringen und meinen Lohn einfordern. Danke für eure Hilfe. Ja, bitteschön. Achso, wir haben wieder eine Kiste bekommen mit raunende Obolusse. Unheimlich, alt und vermutlich verflucht. Der murmelnde Obolus wird häufig von Sammlern und Okkultisten zum Handeln genutzt. Ein Abenteurer sollte also viele davon mit sich tragen. Von den Truhen oder Obolusse? Ich kann die ja erstmal aufheben. So, das hätten wir. Da unten ist auch noch ein Dungeon. Vergessene Archive. Wenn ihr einen Elite-Gegner als Belohnung für den ersten... Ah, okay. Und da haben wir auch noch einen Aspekt. Sehr interessant. Dann lohnt sich das ja auch, Aspekte zu sammeln. Beziehungsweise dann auch die Dungeons abzufarmen, um diese freizuschalten. Kann ich euch helfen? So, unverkäuflich. Okay, das können wir auch nicht aus Versehen verkaufen. Gut. Ein guter Handel. Ich werde wieder alles verscherbeln, außer das, wo wir ein Aussehen von bekommen. Alle Gegenstände. Geht das eigentlich, wenn... Ja. Okay. Kommt wieder, wenn ihr etwas braucht. Das tue ich. Ich werde jetzt meine Obolusse mal eintauschen gegen diese Schlüssel. Es gibt ja diese... waren das flüsternde Schlüssel? Wagt es, Wanderer. Ja, flüsternde Schlüssel. Öffnet stille Truhen, erhältlich bei Kuriositätenhändlern. Bruchstückhaftes Geflüster über längst vergessene Geheimnisse. Wie viel können wir denn davon kaufen eigentlich? Alles klar. 6 Stück haben wir. Gut. Dann haben wir jedenfalls erstmal einen kleinen Vorrat, falls wir sie mal brauchen. Aufwertung für den Heiltrank. Haben wir hier auch noch eine Aufgabe? Können wir den schon aufwerten? Ja. Ich will die Wirksamkeit meiner Heiltränke steigern. Nun, ihr seht jedenfalls aus, als würdet ihr viel Zeit in der Wildnis verbringen. Ich nehme an, ihr wollt auch ein paar meiner Elixiere, doch konzentrieren wir uns zunächst auf euren Heiltrank. Ich habe ein paar zusätzliche Materialien, die wir diesmal verwenden können. Wenn ihr eure Heiltränke weiter verbessern oder Elixiere herstellen wollt, müsst ihr eure eigenen Zutaten sammeln. Ich verlasse diese Mauer nicht. Nie wieder. Okay. Die Wirksamkeit eures Heiltranks kann beim Alchemisten aufgewertet werden. Aufwertungen erfordern Gold und Kräuter, die in der Welt gesammelt werden können. Ihr könnt die Heiltrankkapazität erhöhen, indem ihr in jeder Region Sanctuarius Ansehen verdient. Das Ansehen in den Regionen ist auf der Karte einsehbar. So.
Dafür brauchen wir Galgenrebe. Zwei Stück haben wir auch da. Den nächsten können wir mit Spielerstufe 20 herstellen. Und die Zutaten für den haben wir sogar auch schon. Da brauchen wir dann nichts weiter sammeln. Elixiere herstellen. Was können wir denn hier herstellen? Schwaches Elixier des dritten Auges. Erhöht 30 Minuten lang die Ausweichchance um 4% und die Erfahrung um 5%. Und schwaches Elixier des Eisenstachels. Erhöht 30 Minuten lang die Rüstung um 50, Dornen um 25 und die Erfahrung um 5%. Da können wir ja zumindest mal einen herstellen. Können eigentlich auch zwei. Falls wir dann mal einen benutzen, haben wir wenigstens noch einen auf Reserve. Ressourcen verfeinern. Was haben wir hier? Also wir können quasi Ressourcen miteinander kombinieren, um andere Ressourcen wiederherzustellen. Sehr schön. Ich werde hier sein. Also Crafting finde ich in Spielen sowieso immer total genial, wenn sowas mit eingebaut ist. Gibt's Extrahieren und Einprägen. Das ist auch noch eine Aufgabe. Die machen wir gleich mit. Wenn wir schon mal hier sind und das auf der Karte angezeigt wird, dann erledigen wir die gleich noch. Ah, der ist... Stimmt, hier waren wir ja schon mal drin, aber der war ja nicht freigeschalten. Der Okkultist erzählt mir etwas über Extrahierung und Einprägen. Wie ihr sicherlich wisst, kann selbst scheinbar alltäglichen Objekten große Macht innewohnen. Ich kann euch helfen, diese Macht zu befreien. Der Prozess zersetzt das ursprüngliche Objekt und hinterlässt den reinen Aspekt seiner mystischen Kraft. Stellt es euch so vor, als würde man einem Körper die Seele entreißen und sie in einen anderen übertragen. Nicht, dass mir so etwas in den Sinn käme. Schon gar nicht in Hörweite der Kathedrale. Nein. So. Gegenstand. Also wir brauchen hier jetzt noch zusätzlich irgendwas? Oder wie soll das funktionieren? Ach nee, ich muss jetzt hier was auswählen. Zauberer, nur meine Klassen anzeigen. Noch nicht freigeschaltet. Okay. Und das auch nicht. Ja gut. Aspekt extrahieren. Wir haben keinen legendären Gegenstand. Gegenstand verzaubern. Gegenstand, dessen Affix ersetzt werden soll. Verzaubert seltene oder legendäre Gegenstände, indem ein unerwünschtes Affix durch ein neues ersetzt wird. Ihr könnt das Affix so oft ersetzen, wie ihr möchtet, indem ihr die Kosten dafür bezahlt. So, das hier... Und das kostet mich jetzt 3.495. 15 Stärke und Willenskraft finde ich eigentlich ganz okay. Schauen wir mal, was dabei jetzt rauskommt. Ihr könnt die Verzauberungsaktion nicht abbrechen, sobald der Okkultist eure Ersatzaffixe im nächsten Schritt ausgewählt hat. Außerdem wird die Verzauberung den Gegenstand an euren Account binden, wodurch er nicht mehr gehandelt werden kann. Ja. Affix ersetzen... 3,3% Verringerung der Dauer von Kontrollbeeinträchtigung, 13,7% Widerstand gegen Schatten oder keine Änderung. Materialien werden nicht zurückerstattet. Ja, schwierig. So. Haben wir sonst noch eine Aufgabe? Ich sehe jetzt erstmal nichts hier in der Stadt. So, warum kann ich meine Waffe immer noch nicht ersetzen mit einem...
anderen aussehen? Ich habe doch da schon was gesammelt gehabt. Gut. Werde ich nochmal runter nach Nevesk? Weil wir haben ja hier noch Dungeons gehabt. Ja, hier unten ist einer, wo es dann auch nochmal einen Aspekt als Belohnung gibt. Und hier oben ist einer, da gibt es auch einen Aspekt. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder bei euch fürs Zuschauen und ja, wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.